Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains of 4. Wir gehen weiter im Holiday Express. Es ist Weihnachtszeit und ich habe mir überlegt, Adventstage und den Mittwoch dazwischen machen wir immer eine von diesen 7 Szenarien, beziehungsweise irgendwas ist da auch noch verschlossen, aber ich weiß noch nicht was. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Wir haben ja hier da noch ein zweites Kapitel. Naja, sehen wir mal, was da auf uns zukommt. Ich würde sagen, Batterien nicht enthalten. Schon wieder hat der Elf nichts Gutes im Sinn. Er hat alle Batterien genommen und versteckt. Suchen Sie sie hoch und tief und sorgen Sie dafür, dass mit den Spielzeugen gespielt werden kann. Okay. 5 Minuten an der Stelle wieder. Wir schauen mal, was auf uns zukommt. Ihr wisst ja, ich bin ein Riesenfan vom Holiday Express. Die Spielzeuge sehen ganz traurig aus. Der schleimige Elf kann wohl nicht anders, als gemein zu sein. Mimimi. Okay, wir laufen wohl diesmal. Also ich weiß gar nicht, ob wir mit der Eisenbahn... Er hat die Batterien aus jedem einzelnen Spielzeug entfernt. Sie müssen sie alle wiederfinden, um das Chaos zu beseitigen. Also da unten fährt auf jeden Fall eine Töff-Töff. So wie steht mal fest. Die Batterien werden uns hier angezeigt. Jetzt können wir natürlich die Töff-Töff da unten versuchen zu klauen und damit die Batterien holen. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier überhaupt runterkommen. Wir lassen uns einfach mal auf das Spiel ein. So, wo kommen wir jetzt weiter runter hier? Da ist der Fernseh. Also normalerweise würde ich jetzt einfach runterhüpfen. Ich hab so die Vermutung, dass wir dadurch irgendwas kaputt machen. Unter Umständen. Gucken wir mal hier. Da. Ah, ja, ja. Jetzt ist es eh zu spät. Jetzt hat er Bums gemacht und unten ist er. Was haben wir denn hier? Ja, was benutzt? Soll das ein Aufzug sein? Oh, den hätte man tatsächlich drücken können. Ist ja witzig. Aber da hinten ist noch ein Aufzug, den benutzen wir jetzt mal. Schön, dass da oben geschrieben ist. Suchen Sie die verlegten Batterien. Hier. The Official Railway. The Railfan Annual. 1987. Oh je. Okay, ich lasse mich einfach drauf ein. Komm. Sogar Aufzugmusik. Wahnsinn. Ist das ein Szenario, ey. So. Merry Christmas. Schön mit der F7 vorne drauf. Die Batterie. Und dann wollen wir die Batterie mal schön in Szene setzen hier. Hopp. Okay, was soll ich jetzt machen mit der Batterie? Aufsammeln. Okay. So, da hinten rüber. Tut, tut! Deswegen kriegt meine Tochter keine Modelleisenbahn, weil mein Wohnzimmer nämlich dann genau so aussehen würde. Wie kommen wir da hoch? Juckt oder so? Mir so langsam vor, aber nun gut. Hab mit der Eisenbahn mal wenig zu tun hier. Kommen wir uns mal hier nach oben. Und Radio im Hintergrund so, wo so Last Christmas, I give it.
Ah, jetzt habe ich die Hälfte meiner Abos verloren. Scheiße. Hätte ich mal vorher nachdenken sollen. Ich glaube, die Batterie können wir fast noch schöner enden. Tannenbaum da hinten dran. Wir gucken mal, was wir nachher nehmen. Ich sammle die Batterie mal ein. So. Stecken Sie die Batterien in das Spielzeug. Oh, da ist ja ein Radio. Über das Skateboard kommen. Schönes. Die Konsole. So eine Pong-Spielkonsole hatte ich auch mal. Im Flohmarkt mal für billig Geld geschossen. Rail Rider heißt. Sehr fantasievoll hier alles. Oh, bin ich mal gespannt, was der Roboter jetzt treibt, wenn wir da die Batterie reinspielen. Stellen Sie den Roboter auf On. So, zu dieser späten Stunde haben Sie es geschafft, den Spielzeugen ihren Strom wiederzugeben. Sehr gut gemacht. Ja, der Roboter hätte jetzt aber was machen müssen. Ist ja langweilig. Oh Mann. Okay, dann werde ich jetzt am Mittag essen und dann nächste Folge um 18 Uhr einschalten, wieder mit dabei sein. Und dann hoffe ich, sehen wir uns dann wieder. Wenn es euch gefallen hat, Abo, Däumchen, Kommentar. Wie immer meine Ironie mal so ein bisschen ausblenden. Und ihr dürft natürlich sehr gerne auf den Discord kommen. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin reingehauen. Tschüss.